und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy V mit Chibi Let's Play. Und wir sind auf dem beschwerlichen Weg zur Wüste, wo wir hoffentlich mehr Anhaltspunkte bezüglich des Erdkristalls finden, den wir ja noch beschützen müssen. Und es wäre schon mal gut zu wissen, wo der ist und ob der überhaupt noch in Sicherheit ist oder dort bereits auch schon das Schlimmste passiert ist. Okay, wir greifen weiter an. Dann wählen wir mal Ifrit. So, schön. Okay. Hey! Och man, das macht keinen Spaß. Ich will zur Wüste. Ich hab doch vorhin schon wieder ein bisschen trainiert. Da brauche ich es jetzt doch nicht, oder? Wüste der wandernden Sande. Ah! Oh nein. Huch, ein Sandbär. Stehversuch fehlgeschlagen. Ramu. Wie wär's denn mit Eis? Magst du eine kleine Abkühlung? Anscheinend. Antidot, danke. Okay. Was auch immer wir machen, es landet, wir landen immer im selben Punkt. So endet es. Mit anderen Worten, wir müssen irgendwie versuchen, einen Weg herauszufinden. Aus diesem Problem. Malheur. So. Aber es sieht so aus, als ob hier auch keine Lücke wäre. Es führt alles wirklich dahin. Aber kann ich den Kaktus verschieben? Nee. Nee, der soll so. Okay. Dann... dann gehen wir zurück. Wenn wir nicht nach vorne kommen, dann gehen wir zurück, ne? Vielleicht weiß ja jemand in der Bibliothek der Vorväter irgendetwas darüber. Dann kann ja sein, dass die Gelehrten rein zufälligerweise eins der gefühlt 1000 Bücher über die Wüste gelesen haben. Wäre ja naheliegend. Hi, Chocobo. Hi. Hey, ihr seid zurück. Sid, wir haben die sichelmondförmige Insel gefunden. Aber das feuergetriebene Schiff ist gesunken. Oh, verstehe. Kann man nicht ändern. Wir bauen einfach ein neues. Ja, und was viel wichtiger ist, wir wissen, wo sich König Tycoon aufhält. Was? Vater? Er wurde in Karnak gesehen und soll weiter in die Wüste der wandernden Sande gezogen sein. Moment, da waren wir doch gerade. Das ist die Wüste westlich von hier, wo der Sand ständig im Fluss ist. Fast wie Wasser. Daher der Name. Für Menschen ist es unmöglich, sie zu betreten. Es heißt, jenseits der Wüste liegt die Ruinenstadt. Aber da man da nicht hinkommen kann, weiß man es nicht genau. Wenn man die Wüste nicht betreten kann, wie soll dann der König es geschafft haben? Gute Frage. Die Leute, die ihn gesehen haben, meinten, er würde schweben. Schweben? So wie ein Geist? Vater? Lasst uns aufbrechen. Hier rumzusitzen bringt uns der Wüste keinen Schritt näher. Der Wüste näher zu kommen,
sollte ja nicht das Problem sein. Wie wir sie durchqueren sollen, aber schon. Wir müssen uns das Ganze erstmal mit eigenen Augen richtig ansehen. Etwa Angst vor ein bisschen Sand, alter Mann? Angst? Was? Nein, nein, nein. Ich bin schon barfuß durch brennende, heißen, Wüstensand spaziert. Ups. Nein! Moment. Entschuldigung. So. Jetzt nochmal mit Konzentration. Ich bin schon mal barfuß durch brennend heißen Wüstensand spaziert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Also auf geht's! Ja, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Okay. Also wieder auf zur Wüste. Okay. Vielleicht war ich doch ein bisschen voreilig. Aber gut. Wenn nur so etwas getriggert werden kann, damit wir auch wirklich durchkommen können. Meinetwegen, dann gehe ich hier nochmal durch den Bergpass. Obwohl einer. Ja, zack. Und. Bang. Bang. Und bang. Yay! Nichts für weg. Weiter. So, da sind wir. Und jetzt? Wie erwartet, ist es hoffnungslos. Wartet. Wer wird denn gleich aufgeben? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jetzt bin ich gespannt. Genau, wir bauen einfach eine Brücke. Es ist nicht ohne Risiko, aber das hat euch doch noch nie gestört, oder? Der Plan sieht so aus. Wir locken mit diesen Glöckchen den Sandwurm aus der Tiefe hervor. Den ihr dann umhauen werdet. Und voilà, schon habt ihr eine Brücke. Nicht gerade die subtilste Methode, was? Naja, ziemlich ungestüm. Fast so ungestüm wie sie, Meister Garlof. Passt also gut auf euch auf, ja? Gut, dann locken wir mal jetzt den Sandwurm herbei. Seid ihr bereit? Ja. Ach ja, noch was. Ihr wirkt besser keine Magie auf den Sandwurm. Ihr würdet es bereuen. Viel Glück. Los geht's. Okay. Wir wurden darum gebeten, keine Magie anzuwenden und Garlof ist leider immer noch der Schwarzmagier. Das ist jetzt etwas doof. Aber gut. Da müssen wir schon irgendwie mit klarkommen. Oh, nichts Schäbares. Na gut, dann müssen wir irgendwie mit klarkommen. Die Frage ist nur, gelten die Beschwörungen hier eventuell auch als Magie? Also als Zauberspruch, ich meine, ne? Keine Schwarzmagie, das ist wirklich blöd, aber gut. Achso, jetzt habe ich ausgewählt, was das Loch. Oh, Gravitas, yay! Schön. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mit Ramu. Obwohl, dann kann Garlof ja auch Items verwenden. Potion, Phönixfeder und Co. So, dann erstmal Hast auf dich selbst, damit du gleich ordentlich zuhauen kannst. Ich mache vielleicht einmal Analyse. So. Stufe 18. 3000 Lebenspunkte, schön. Anfällig für Wasser. Hm. Okay. Nein, nicht beschützen. Ah, jetzt habe ich wieder das Loch angegriffen. Das bringt herzlich wenig, außer Gravitas.
Ja, das ist natürlich blöd. Mit Gravitas und so ein Krams. Also ich sollte nicht übereifrig sein. Ifrit. Ich hoffe, ich heile ihn dadurch nicht rein zufällig. Aber es stand ja nicht immun gegen Feuer. Treibsand, sehr schön. War naheliegend bei dem Gegner. So, jetzt aber. Ey! Und dann wechselt der einfach. Ja toll, wieder Gravitas. Ich meine, es wird ja nur die Hälfte abgezogen. Nur. Ich nehme mal die Silphe. So, dann verwendest du mal bitte ein High Potion für... Ja, für Fares. Rot... Nee, greif an. Ramu wieder. Da ist es ja egal, welches Loch ich auswähle. Quasi alle drei Positionen werden angegriffen. Kein Schaden. Das war ja jetzt merkwürdig. Wie wär's denn mit Regina? Ja, dann machen wir mal weiter im Programm. Chakra. Garluf soll sich erstmal selber wieder heilen. Wenn auch ein bisschen, aber hey, ist viel wert. Och nein. So, wieder die Hälfte abgezogen. Und Treibsand. Yay. Ja, das ist echt blöd. Dadurch, dass ich halt keine Magie verwenden kann, hätte ich Garluf zum Mönch gewechselt, wäre das deutlich einfacher gewesen. Zum einen, weil er als Mönch auch deutlich besser zuhauen kann. Ja. Pech, ne? Also Ramu macht doch Schaden. Ich glaube, ich habe es einfach nur vorhin übersehen, weil ich mich auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren wollte. Können wir mal gucken. Mal eben. Chakra bitte. Ja, das hätte Cid wirklich früher sagen können, oder meinetwegen auch mit. Jetzt habe ich wieder das falsche Loch angegriffen. Beschwörung! Na gut, wenn wir so weitermachen, dann siegen wir auch. Jawohl! Sehr schön. Spielsatz und Sieg. Jetzt könnt ihr die Wüste betreten. Hooray! Cid, mit, kümmert euch bitte um den schwarzen Schokobo, solange wir weg sind, ja? Viel Glück. Danke. Passt auf euch auf. Werden wir. Okay, jetzt kann ich hier rüberlaufen. Die Frage ist nur, wo landen wir dann gleich? Sagen einmal kurz Vitra für die Runde. Zack. Ah, die halten ein bisschen mehr aus.
Nehmen wir mal Eisra für beide. Hat nicht gereicht. Okay. Einmal kurz was klauen. Nichts Stehbares. Ach, schade. Das ging daneben. Treibsand. Yay. Wir hatten doch vorhin schon genug Treibsand. So, geht doch. Meine Güte. So, okay. Huch. Hey. Nee. Nichts gefunden. So, Hauptsache weg hier. Okay. Och, Mann. Also ich erwähne das bestimmt jedes Mal, wenn das vorkommt, aber ich finde solche Rätsel schon ziemlich blöd, dass man immer wieder von einer Ecke zur anderen getrieben wird. Aber es ist noch schlimmer, wenn man nebenbei noch Kämpfe hat. Und dann sowas. Bäh. Kann man nicht beklauen? Nein, kann man nicht. Nee. Sylphe. Einmal kurz ein bisschen heilen und nebenbei noch dem Sandbär etwas schaden. Geht doch, geht doch. Und die Dot, yay. Das ist echt blöd. Das ist richtig blöd, dass ich jetzt so gefangen bin. Ich gehe ja schon. Ich sagte, ich gehe ja schon. Na gut, dann nicht. Wenn du es so willst, dann kriegst du halt eins auf den Deckel. Ja, Chocobo Kick. Hier, Blitzra. Bam. Ich würde sagen, ich heile noch mal kurz Fares mit Potion. Dauert nur ein bisschen. Dich ein bisschen, dich ein bisschen. Und dich ganz viel. Und meine Potions sind gleich weg, aber ist ja auch nicht schlimm. So. Ja, toll. Wie soll ich denn hier wieder wegkommen? Das geht nach unten, das geht nach... Ne? Ich komme hier nicht mehr weg. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Oder kann ich von da einfach runterspringen? Das wäre natürlich ideal. Das muss ich nochmal das Glöckchen wählen. Aber ich Haben die mir das Glöckchen überhaupt mitgegeben? Nee, ne? So ein bisschen übertrieben, aber egal. Der hat schon was drauf, der Sandbär. Komm. Ist doch nicht ganz so einfach. Jetzt aber. Yay! So, ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz. Ja, doch. Moment. Beruf wählen. Mönch. Schwarzmagie. Ich hatte erst gehofft, dass ich den Schwarzmagier zumindest so weit level, bis er die Fähigkeit Messer tragen hat. Dann könnte ich das auf Garlof nämlich auch übertragen.
dass er mit dem Messerchen kämpft. Ach, sieh an, ich kann doch runterspringen. Ah, ein Glück, ey. Sonst wäre ich total verloren hier. Greif an. Sehr schön. Einmal Vitra für die Runde. Du greifst an. Und du trittst. Hat doch schon ein bisschen was gebracht, ne? So. Noch ein Stupser. Und der Gegner fällt um. Okay. Jetzt bin ich doch endlich unten. Und es geht weiter. Oh. Jetzt brauche ich nur noch eine gute Waffe für Lena. So, geht's weiter, dann geht's weiter, dann geht's weiter. Ich muss immer weiter nach Süden, nach unten. Und ich bin durch die Wüste durchgekommen. Yay! Wunderbar, es geht weiter. Ich überlege gerade. Eigentlich könnten wir jetzt auch mal kurz zelten. So ein kleines Päuschen, ne? Auch wenn es im nächsten Dörfchen eine billige Herberge gibt, ist mir egal. Dann habe ich zumindest wieder genügend LP und MP. So. Ja, so wäre das deutlich einfacher mit dem Wurm auch gewesen. Naja, egal. Gone. Die Ruinenstadt. Das muss diese Ruinenstadt sein, von der Cid gesprochen hat. Ich denke auch. Okay, wirklich sowas wie Herbergen wird es hier wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber vielleicht ein Schatz. Hallo? Guten Tag, wer seid ihr? Hallo? Nein? Ich bin ja schon weg. Das klingt eigentlich viel zu bedrohlich für so eine kleine Ruinenstadt. Hier könnte was gewesen sein. Hä? Moment, da war doch wer. Das sah eben... König Tycoon? Hallo? König? Er versteckt sich vor uns. Warum? Wo ist er? König Tycoon? Hallo? Komisch. Da! Wo will er hin? Und wieso und weshalb? Vater? Papa? Es war fast schon vorhersehbar, oder? Oh nein, wir sind voneinander getrennt. Galuf! Was? Ich wusste es. Du bist meine Schwester. Tut mir leid. Ich war mir zunächst selbst nicht sicher. Dann wusste ich nicht, wie ich es dir sagen sollte. Oh, Schwester. Anna. Hallo? Hallo? Minu. Wo sind wir? Ein seltsamer Ort. Sag mal, wo ist eigentlich der alte Mann abgeblieben? Er ist nicht hier? Wir müssen bei dem Sturz getrennt worden sein. Hey! Immer diese jungen Leute. Ihm geht's bestimmt gut.
Der alte Haudegen kann schon auf sich selbst aufpassen, denke ich. Wir laufen später bestimmt ihm über Weg. Komm, wir müssen weiter. Hey, lass mich nicht alleine. Menu. Nicht so schnell, Freundchen. So schnell wird man mich schon längst nicht los. Wolltest du mich einfach so absolvieren, hä? Entschuldigung. Okay, das war irgendwie eine sehr süße Sequenz. Aber das klingt jetzt schon deutlich bedrohlich. Bedrohlicher und mechanischer. Wo bin ich hier? Ah. Was ist das? Was? Ah. Hä? Wo werden wir denn jetzt hingewarpst? Hallo? Die halbmondförmige Insel? Ah! Vorsicht! Was ist das? Ih, das kitzelt! Ah! Wir hauen besser ab, oder? Oh Mann. Hilfe. Zur selben Zeit andersorts. Ja, endlich zu Hause. Osten, Westen. Daheim ist es am besten, was, Chocobo? Bartz. Entschuldigung. Bartz wird begeistert sein. Wir haben seiner Bitte wirklich perfekt entsprochen, oder? Puh, das war knapp. Das muss eine Transportervorrichtung gewesen sein. Nach so langer Zeit aktiviert zu werden, muss einen Kurzschluss verursacht haben, oder? Das ist ein merkwürdiges Ding. Interessant, dass es so komplexe Machina gibt. Ich nenne sie jetzt mal Machina. Hm. Spricht das etwa für eine alte Zivilisation, die man vielleicht nur vergessen hat? Hm, ein Schalter. Drücken. Hä? Ah! Na toll! War ich hinterher? Okay, da geht's jetzt weiter. Ich möchte mal da kurz gucken, was da ist. Anscheinend nur Blumen. Wohl. Ein wenig ausruhen? Och ja, gerne! Gerne. Es scheint bewohnt zu sein. Da sind sogar Rüstungen. Ich sehe Truhen. Okay, das Ganze ist doch schon deutlich komplexer. Das ist nicht nur eine modrige alte Ruine. Das rührt sich nicht. Hä? Da ist etwas in der Wand eingeritzt. Untersucht die Pflanzgefäße in der Raum in der Mitte. In dem Raum in der Mitte. Okay. Nein, diesmal nicht. Hm? Hier ist eine Nachricht. Notizblock in dem Raum rechts. Oh, Schnitzeljagd. Geil. Reingefallen. Nee. Was? Ah, dieser freche Kleine. Beruhig dich, Bartz. Jupp. Bevor du noch grün und blau ärgerst,
Bevor du dich nur grün und blau ärgerst, sieh dir das hier mal an. Noch eine Nachricht. Untersuche die Urne. Was habe ich denn jetzt im Hals? Tut mir leid, dass ich mich so räuspern muss. Nein, diesmal nicht ausruhen, bitte. Ne, hier ist nix, dann die andere. Ups. Ist auch nix. Ich dachte, das wäre eine Urne. Was sieht denn noch wie eine Urne aus? Dann die da. Ah, die da. Ah, ein Frosch! Okay. Geht 8 nach unten und 4 nach rechts. Und sieh an dem, was dort ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Der Schalter. Hier ist ein Hebel. Ziehen? Ja. Merkwürdiges Rätsel. Aber hey, wir haben ein Shuriken, wir haben noch ein Shuriken und wir haben Wicht erlernt. Cool. Geil, dann haben wir die Schätze erledigt. Dann würde ich sagen, dann pausiere ich mal an der Stelle. Ich kann nicht richtig speichern, nur schnell speichern, aber hey, ist immerhin auch etwas. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben, und den Rest dieser merkwürdigen Ruine oder was auch immer es ist, werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Danke fürs Zusehen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!